Ich saß auf der Tribüne und hatte für die erste und zweite Liga unterschrieben. Ich saß auf der Tribüne und wusste nicht, ob ich in der ersten oder zweiten Liga nächstes Jahr spiele. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, was da in mir passiert ist, als Jürgen das Tor gemacht hat. Ich will es mir nicht vorstellen, beschreib es mir. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen gleichzeitig heulen gesehen. Es haben alle geheult. Vor mir saß Karl-Heinz Thiel. Ich war ja vorher beim 1. FC Köln. Das war der Manager vom 1. FC. Der war auch am Heulen. Das ist eine neue Geschichte. Die Kinder, glaube ich, kaum einer, oder? Nee. Das ist schön, dass wir die jetzt hier haben. Das ist geil. Es gibt aber dann, ich erzähle sie eben zu Ende, auch wenn du die nicht verwertest. Dadurch gab es das dritte Spiel. Ich habe in Köln zusammen mit Armin Görgens gespielt. Der hatte bei Fortuna Köln unterschrieben und ich bei Borussia Dortmund. Und als das dritte Spiel terminiert wurde, wusste ich, da kannst du nicht hin, weil der Armin Görgens heiratet. Und ich musste auf die Hochzeit. Ich war natürlich super nervös und bin dann irgendwann in die Hochzeitsgesellschaft, die Braut in Weiß, er im Anzug rein und habe gesagt: Armin, du spielst nächstes Jahr zweite Liga.